dieses Jahr bin ich mit dem Gewächshaus sehr zufrieden. Das ist doch super gelaufen. Ne? Erst der Heckenschnitt, dann diese gekaufte Pflanzerde, entsprechend gedüngt auch, habt ihr ja alles gesehen. Und dann das Ergebnis hier, hundertprozentig. Was will man mehr? Passt doch. Ich beginne mein Tomatentagebuch Anfang Juni. Oben rechts verlinke ich noch einmal auf den Film, wo ich das Gewächshaus vorbereite und die Tomaten setze. Jetzt haben die Tomaten das Gewächshaus für sich allein. Die Vorkulturen wie Salat, Kohlrabi und Blumenkohl sind geerntet. Nun können die Tomaten ungestört wachsen und blühen. Einige Reservepflanzen, die ich aber nicht brauche, und einige Buschtomaten fürs Hochbeet, die hier noch auf ihren Einsatz warten. Der Juni bringt viele Gewitter, doch das große Regendefizit von April und Mai können sie nicht ausgleichen. So ein kurzer heftiger Schauer, was bringt der? 5, 6, 7, knapp 7 mm. Den nächsten heftigen Schauer verbringe ich im Gewächshaus. Und klar, die Tür und ein Fensterspalt bleiben geöffnet. Es wird wieder sonnig und ich bringe ein neues Thermometer an. Wichtig ist mir dabei die Minimax-Funktion. Ja, das ist heute extrem. Ein brutaler Sommertag. 40 Grad hier am Thermometer und kurz über dem Boden 35 Grad. Da habe ich nämlich diesen Temperaturfühler für Out hin verlegt. Der ist also da unten zwischen den Pflanzen. Und da ist es immerhin noch 5 Grad kühler. Alles ist schon gewaltig. Jetzt ist es gut. Da ist der knallblaue Himmel, tiefblau. Jetzt ist es gut, dass wir hier Doppelstegplatten haben. Die streuen das Sonnenlicht. Ich muss also hier nicht schattieren. Es geht also noch so. Das können die Tomaten noch gut ab. Gegossen habe ich heute Morgen, also nicht jetzt irgendwo im Laufe des Tages oder abends. Gießen ist morgens das Beste, wenn man denn nun die Zeit hat. Abends ist es nicht so gut. Es folgt dann, wie jeden Tag, der genaue Kontrollblick auf Blätter und Blüten. Und natürlich wird ausgegeizt. Alle Pflanzen werden hier streng eintriebig gezogen. Für Katzen nicht so spannend, das Gewächshaus, ne? Ist nicht so spannend, ne? Es deutet sich eine gute Zwetschgenernte an.
Und ja, frische Kirschen, die gibt es jetzt schon. Ja, der Vorteil von diesen gelben Kirschen ist, dass man überhaupt was erntet, denn bei vielen Vögeln stehen die nicht auf der Speisekarte, die erkennen die wohl nicht. Und insofern kann man da einfach mehr ernten. Ganz davon abgesehen sind die auch toll für Marmelade und zum Einmachen. Mittlerweile deutet sich auch bei den Tomaten eine gute Ernte an. Grüne Früchte gibt es schon reichlich. Eins ist wichtig, wissen viele nicht oder ist ihnen nicht so klar, Tomaten brauchen Wind. Deswegen werden auch die Tomaten an den Stellen mit der geringsten Luftbewegung im Gewächshaus, das sind immer die ersten, die von Krautfäule befallen werden. Es ist also immer besser zu lüften und es mal in Kauf zu nehmen, dass eine gewisse Kühle im Gewächshaus herrscht nachts, als dass man alles zumacht und dann doch irgendwie schnell von Krautfäule betroffen ist. Dann ziehen graue Wolken auf. Ja, es ist kalt. 14. Juli. Und was haben wir jetzt? Um 18.30 Uhr hier drin, 20,2 und knapp über dem Boden 17,5. Und natürlich ist die Tür auf, nicht etwa zu. Wenn man die Pflanzen zu sehr verzärtelt, dann würden die bei so einem Wetter, bei so einem Kälteeinbruch im Juli extreme Probleme kriegen. Aber wenn man immer auch schon vorher gelüftet hat, sodass die kalte Luft gewöhnt sind, dann macht ihnen das gar nichts. Ja, letzte Nacht bei dem Regen war das Gewächshaus auch auf. Allerdings nur mit einem Fenster, so. Und auch nicht die gesamte Tür, sondern die halbe Tür. Und wahrscheinlich wird die Temperatur gleich, wenn es richtig anfängt zu regnen, so auf ungefähr 12 Grad absinken. Bei kalter Nässe gibt es die Quittung, wenn man das Gewächshaus zu warm gefahren hat, die Pflanzen zu dicht und zu feucht stehen hat. Na gut, aber es wird auch wieder sonnig. Die Dahlien auf der Flussgieselecke blühen schön. Und sie haben noch Zuwachs bekommen. Mit den Temperaturen geht's in diesem Sommer auf und ab und umgekehrt. Die Pflanzenentwicklung bei den Tomaten verläuft weiter positiv. Ja, das Auffälligste bei dieser Pflanzerde, die ich hier reingebracht habe im Frühjahr, das ist die Tatsache, dass sie völlig unkrautfrei ist. Da war also von vornherein nichts drin, kein Unkrautsamen. Und das ist jetzt ganz positiv. Ich habe also dieses Jahr nicht gemulcht im Gewächshaus mit Mulchfolie. Wollte ich nicht, sieht ja nicht immer so toll aus und ist auch überhaupt nicht nötig. Weil da ist so gut wie kein Unkraut. Das ist also zumindest ein ganz positiver Nebeneffekt.
Ja, da waren wir auch einmal vom Starkregen betroffen. Was hat's gebracht? 44 mm in knapp 20 Minuten. Na, die Natur kann's gut gebrauchen. Ja, die ersten Tomaten sind rot, richtig reif, und die werden wir jetzt pflücken, und das sind die allerersten des Jahres. So, das ist mein Plan, wie die Pflanzen also im Gewächshaus stehen. Und geerntet habe ich jetzt von der Sorte Nummer 2. Das waren die ersten. Und das war die Sorte Fantasia. Na, fantastisch. Dann nehmen wir es mal ganz genau, müssen wir auch vergleichen, ob die so aussehen wie auf dem Bild. Ja, ich denke, das kommt hin. Na gut, die haben beim Pflücken die Blüten dran gelassen, ich habe es abgemacht, ist aber der einzige Unterschied. Einmal den. So. Tomaten, das wird jetzt immer mehr und mehr und mehr. Am Anfang brauchen die auch immer sehr lange, bis die richtig schön knallrot werden. Gestern war hier Wasser drauf, hat durchs Fenster reingeregnet und dann zack, sofort hier so ein Punkt. Auch der August hat eine ausgesprochen kühle Phase. Ja, das ist jetzt eigentlich genau die Zeit, das Wetter, wofür man ein Gewächshaus hat. Kalter Regen im Sommer, ein Rückschlag hier, nachts nur 12 Grad, tagsüber keine 20. Wenn das dann zu nass ist, haben wir Krautfäule ohne Ende. Deswegen habe ich auch gestern und vorgestern hier nicht gegossen. Das Wetter war angesagt. Es ist wirklich besser, wenn die Pflanzen dann so etwas trocken stehen. Wenn die Pflanzen jetzt zu nass sind oder eventuell nass werden von oben, dann ist das schnell tödlich. Genauso tödlich wäre es natürlich auch jetzt, das Gewächshaus zuzulassen. Auch hier machen wir auch ein bisschen auf, das andere Fenster, das zweite. So, es muss ja nicht so ganz weit auf sein, aber ein bisschen auf jeden Fall. Augenblickliche Temperatur 14,4 Grad hier auf der Höhe 1,50 Meter ungefähr und unten zwischen den Pflanzen, wo hier Outdoor steht, 15,1. Also etwas wärmer, 15,0 Grad runtergegangen. Naja, fast gleich. Ne? Ja, ein Blick auf den Boden. Der sieht trocken aus. Wie viel gießt man? Nun, im Moment sehr sparsam, weil wenn es dann noch nass im Gewächshaus ist, dann haben wir auf den Blättern morgens einen richtig klebrigen Film und das darf auf keinen Fall sein. Und lieber mal etwas trocken, etwas sehr trocken, was Tomaten übrigens locker wegstecken, wenn die mal die Flügel hängen lassen und dann kriegen die Wasser und dann sind die sofort wieder da. Okay, aber ein bisschen habe ich dann doch noch gegossen. Wenn es zu trocken wird und dann zu viel Wasser kommt, platzen nämlich die Früchte. Es ist eben immer so eine Gratwanderung. Ja, hier kann man das ganz schön sehen, wie das mit der Krautfäule ist. Hier ist das Fenster drüber. Und da hat es gelegentlich mal geregnet, wo das Fenster auf war. Und die Blätter darunter, die sind befallen dann. Man sieht das immer hier, wo Wassertropfen angekommen sind, da ist Krautfäule. Hier auch gut zu sehen bei diesem äußeren Blatt. Und diese Blätter müssen natürlich entfernt werden. Radikal. Die Pflanze, die daneben steht, hat keine Tropfen abgekriegt. Da sind die Blätter noch weitgehend okay. In manche Blätter zieht der Gilb ein. Keine Ahnung, was das ist. Aber die werden natürlich entfernt.
Manche Pflanzen sehen dann ziemlich gerupft aus, aber das macht gar nichts. Im Gegenteil, so bekommen die Früchte mehr Luft und Sonne. Jetzt haben wir knallblauer Himmel, das heißt also Fenster sind in den Aufmachen. Nachts war auch ein Fenster auf und die halbe Tür und jetzt natürlich kommt alles auf. Und da funkeln die Tautropfen an den Tomaten. Ich weiß nicht, ob man das im Film erkennen kann. Ja, und deswegen, die werden halt immer ein bisschen feucht, die Blätter, auch wenn man das gar nicht will, auch wenn man da kein Wasser beim Gießen auf die Blätter aufbringt. Feucht werden die trotzdem hier, deswegen auch nachts immer möglichst Fenster auf, damit das nicht zu viel wird. Aber ganz verhindern kann man das nicht. Es ist Spätsommer. Draußen ist ruhiges Hochdruckwetter für die nächsten Tage angesagt. Und hier ist die Tomatenschwemme, wie man sie sich wünscht. Ja, hier ist der Eimer mit den Tomaten, randvoll. Super geworden. Wie viele schlechte Früchte waren dabei? Es waren insgesamt 4, die nicht in Ordnung waren. Die natürlich auch in diesem Eimer unten mit den Blättern sind. Die sind da unten drin, will ich nicht erst rauswühlen. Also ganz wenige Tomatenfrüchte, die jetzt irgendwie befallen waren, steht in keinem Verhältnis. Und das ist der Eimer mit den kranken Blättern, die ich heute Morgen entfernt habe. Da kommt manchmal ganz schön viel zusammen. Selbst gestandene Kleingärtner verlieren jetzt schon einmal die Nerven und holen schnell noch was zum Spritzen oder rühren sich selbst etwas an. Ich mache das nicht. Die Devise ist vielmehr Ruhe bewahren und befallene Blätter konsequent entfernen und ab in die Mülltonne damit. So sieht beginnende Krautfäule im Juli aus und solche Blätter müssen entfernt werden. Und zwar sofort und großräumig. Und so sieht beginnende Krautfäule im Spätsommer aus. Man kann das Blatt entfernen, muss es aber nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall weiter beobachten. Ja, an so einem Tag kann man auch mal auf die einzelnen Sorten schielen. Was ist wie geworden? Das ist hier Fantasia. Und die hat sich ausgezeichnet gemacht. Die hat immer einen Wachstumsvorsprung vor den anderen gehabt, die so 10 Tage später angesät worden sind. Und auch jetzt ist diese Pflanze noch ganz hervorragend, hängt voller Früchte. Und die darf dann auch bis hier oben unter das Dach. Da habe ich sie nochmal angebunden. Außerordentlich vitale, gute Pflanze. Die Früchte sind, so hätte ich das bisher übersehen, habe alle gesund. Und das ist eine hervorragende Ausbeute. Das ist die, die ich veredelt habe. Also die einzige, die dieses Experiment überlebt hat. Die hängt auch voller Früchte. Sehen auch sehr gut aus. Die Blätter waren relativ früh befallen, deswegen hatte ich fast keine Blätter mehr. Das macht aber nichts. Das ist die Pyros Fleischtomate. Ja, und hier sind sie dann, die Fleischtomaten. Oben noch grün, wie sich das gehört. Und hier unten dann schöne, saftige, knallrote Früchte. Sind auch nicht so übermäßig. Also sind schön groß, aber sind nicht so übermäßig wie bei manchen Fleischtomaten. Das ist Flavans, Stabtomate. Ja, ist ganz gut. Da ist eine schlechte Frucht dabei, sehe ich. Die muss gleich weg. Ja, Krautwolle an einigen Blättern, aber die hat noch ziemlich viele Blätter, die Pflanze. Und übermäßig voll hängt die eigentlich nicht. Es gibt noch eine zweite Flavans, die gucken wir uns gleich an. Das ist hier auf der rechten Seite ganz am Ende. Da sind mehr Früchte dran. Aber ganz so groß wie die Ausbeute bei den Vitella ist das auf keinen Fall und auch nicht wie bei den Fantasia. So, auf der linken Seite ganz am Schluss haben wir noch einmal eine Vitella. Auch ganz hervorragend hängt diese Pflanze voll. Das ist wohl doch offensichtlich eine Top-Sorte, muss ich sagen. Auf jeden Fall, wenn man schon verallgemeinern will, ja gut, dieses Jahr hier super gewachsen. Fantasia und Vitella sind auch auf der rechten Seite die Spitzenpflanzen. Ja, da sieht man doch unten, ne? Hier ist nichts. Da war der Blumenkohl zu hoch.
Da hat sie ja erstmal keine Blüten angesetzt, als der weggekommen ist. Ist hier so bei 40, 50 Zentimetern der erste Blüten- und Fruchtstand. Der Blumenkohl nimmt halt doch irgendwo seinen Raum ein. Und wenn die Tomaten dagegen angehen, dann müssen sie schnell in die Höhe schießen und können dann unten keinen Fruchtstand ausbilden, sondern erst sozusagen auf der zweiten Etage. Kann man hier eigentlich ganz schön sehen. Ja, auf der linken Seite ist das übrigens nicht der Fall. Da stand auch nur ein, zwei Blumenkohl ganz hinten und da haben die Pflanzen dann auch schon gleich ganz unten angesetzt. Ach ja, gestern war hier die maximale Temperatur erreicht. Mittags war es 49 Grad. Ja, moin moin, hier sind die Tomaten. Da steht der Eimer und heute haben wir den 31. August. Und jetzt werden wir nochmal kräftig ernten, um nochmal einen ganzen Schwung Tomaten einzumachen. Hier ist richtig toll, überall hängt es voll. Und da können wir jetzt mal so richtig in die Vollen greifen. Und das mache ich jetzt. Das war jetzt die größte heute Morgen, diese Fleischtomate. Ist ja nicht unbedingt mein Ehrgeiz, die größten Tomaten zu haben, aber mal so ein Bello dazwischen macht sich gut. Ja, alles vorbereitet hier, frisch zum Angeben. Ja, muss auch mal sein. Ja, das ist ein Anblick. Also, den Film zum Hochbeet wird es auch demnächst noch geben. Was nun in der Küche folgt, habe ich schon einmal gezeigt. Also, die Tomaten werden klein gematscht und dann gekocht. Schließlich wird die Masse auf diese Weise patent passiert. Das ist der schäbige Rest vom großen Eimer mit den Tomaten, das was übrig bleibt und das kommt auf den Kompost. Und das ist sie nun. Einfach Tomate pur. Das unvergleichliche Aroma des Sommers. Gut für Soßen, Suppen und diverse Gerichte und was weiß ich nicht alles. Die Einkochzeit beträgt 30 Minuten bei 90 Grad. Zum Schluss sind es dann ungefähr 70 dieser kleinen Gläser, die wir dieses Jahr einmachen. Ja, und das gibt's nicht zu kaufen. Ob ich zufrieden bin dieses Jahr? Ja klar, das ist doch alles top geworden. Wenn man als Gärtner wirklich das erreicht, was man möchte, wenn man im Frühjahr so hoffnungsvoll alles irgendwo der Erde anvertraut, erst die Sämlinge und dann anschließend pikiert und dann anschließend die Pflanzen setzt und so weiter. Ja, wenn dann zum Schluss sowas hier mal rauskommt, das ist ja genau das, was ich haben wollte. Und dieses Jahr bin ich mit dem Gewächshaus sehr zufrieden. Ja, die Blätter hier haben sich eigentlich stabilisiert. Da waren ja relativ viele Blätter befallen. So im Juli habe ich dann auch in großer Menge Blätter entfernt, aber jetzt hat sich das so irgendwo eingependelt. Immer mehr Blätter, die so ja langsam so einen herbstlichen Touch kriegen. Und dann geht es eben so langsam abwärts. Je nach Wetter kann sich diese Geschichte mit den Tomaten dann noch durchaus bis Ende Oktober hinziehen. Mal gucken, wie das Wetter dann so wird. Und ja, wie gesagt, die Krautfäule ist da. Die haut uns hier jetzt um diese Jahreszeit aber nicht mehr die Pflanzen innerhalb von ganz kurzer Zeit platt. Oder die Früchte sind auch nicht befallen. Ernten kann man noch ohne Ende. Ja, und wie gesagt, oben sind auch noch gut grüne Tomaten dran. Ich weiß nicht, so ein kleines Eingangsportal geschaffen hier in grün. Grüne Tomaten, noch sind sie grün, aber die werden auch noch rot. Das kommt
Irgendwann ist man ja im oberen Stockwerk angekommen.